Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Ich bin Landschaftsfotograf und eines der wesentlichen Werkzeuge, die man benötigt, ist ein Stativ. Ich bin heute am Leopoldsteinersee, um tolle Fotos zu machen. Und wie ein Stativ hier zum Einsatz kommt und welches Stativ ich euch hier vorstelle, das seht ihr in diesem Video. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Viel Spaß! Jetzt habe ich hier mein erstes Motiv entdeckt. Hier vorne seht ihr einen Baumstamm, der quer liegt, und da hinten seht ihr den Berg, der sich erhebt. Die Wolken sind einigermaßen vorhanden, das heißt, es gibt einen belebten, einen interessanten Himmel mit Struktur. Ich werde trotzdem einen Verlaufsfilter verwenden, damit ich den Himmel noch etwas dramatischer gestalten kann. K&F hat mir freundlicherweise dieses Stativ, dieses Carbon-Stativ zur Verfügung gestellt. Die genaue Bezeichnung des Stativs blende ich euch jetzt unten ein. Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist, dieses Stativ ist wirklich robust gebaut. Es werden hier wirklich hochwertige Materialien verwendet. Wenn man es angreift, fühlt es sich schon so wertig an. Und das ist für mich ganz wichtig, denn ich als Outdoor-Fotograf möchte einfach ein zuverlässiges Werkzeug haben. Ein Stativ in der Outdoor-Fotografie ist aus meiner Sicht eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Wenn man am Stativ fotografiert, dann hat man Zeit für die Bildkomposition. Man kann seine Gedanken kreisen lassen. Man ist fokussiert auf das Motiv und man kann hier alle Einstellungen in Ruhe treffen. Das heißt, man geht es gemütlich an. Man geht es einfach mit einem Enthusiasmus, mit Freude an. Man wird nicht überfordert. Man wird nicht zur Eile gezwungen, sondern es kehrt Ruhe ein. Und diese Ruhe benötigt man aus meiner Sicht, damit man tolle Landschaftsfotos machen kann. Zurück zum Stativ und zu meiner nächsten Aufnahme. Ich habe hier jetzt mein Teleobjektiv aufgeschnallt. Ich möchte hier im Vordergrund dieses Schilf hier festhalten, das vom Wind angeweht wird, und eben diese Hütte. Wie gesagt, wichtig ist, dass das Stativ nicht nur robust ist, sondern auch robust steht, und das tut es auf jeden Fall. Ein Stativ muss nicht nur deshalb robust sein, damit es nicht umfällt, sondern auch, damit ich keine Verwacklungen habe, denn in der Landschaftsfotografie fotografiere ich ja oft Langzeitbelichtungen, das heißt eine lange Verschlusszeit, und da darf ich natürlich nicht wackeln. Aus der Hand geht das nämlich nicht so gut, obwohl die Stabilisatoren der Kameras immer besser werden. Was kann man zum Stativ sagen? Es wiegt rund 1,84 Kilogramm, das heißt, es ist schwer genug, und der Kugelkopf, das ist ein BH40, der hat eine Traglast bis zu 25 Kilogramm. Wenn man schwere Objektive verwendet, Teleobjektive, ist das natürlich unerlässlich, damit man sein Equipment nicht in Gefahr bringt und natürlich damit alles ganz ruhig bleibt und das Stativ nicht zu beben und zittern anfängt, dann ist nämlich die Aufnahme auch im Eimer. So,
Die nächste Aufnahme, wie gesagt, werde ich jetzt hier hinaus machen. Dieses Schilf im Vordergrund, wie gesagt, wird richtig vom Wind hier angeweht und ich muss eine Verschlusszeit wählen, eine höhere Verschlusszeit, denn sonst ist im Endeffekt dieses Schilf verwackelt. Das Teleobjektiv habe ich aufgespannt. Filter verwende ich nur einen Polfilter, um die Reflexionen aus dem Wasser zu nehmen. Ich werde hier ganz spartanisch das Schilf vorne einfangen und die Hütte im Hintergrund, also bewusste Konzentration aufs Wesentliche, bewusste Verknappung, ganz minimalistische Fotografie, Blende 11, ein 25stel Sekunde, den Polfilter eingedreht und go. Was dieses Stativ aufweist, was unglaublich toll ist, das hat eine Friktion. Das heißt, wenn ich diese Taste drehe, kann ich die Leichtgängigkeit des Kugelkopfs mir aussuchen. Auf der anderen Seite kann ich hier natürlich auch die Leichtgängigkeit des Kugelkopfs um die Achse festlegen. Das heißt, alles ist perfekt einzustellen und ich kann mich wirklich dann total aufs Bild konzentrieren und alle Einstellungen fein und gut nachjustieren, damit ich den perfekten Moment ganz richtig einfange und eben total fokussiert bin auf das fertige Bild. Was ich extrem toll empfinde bei diesem Stativ, und das haben ganz wenige, ich habe hier eine Mittelsäule und diese Mittelsäule kann ich ganz einfach austauschen. Das heißt, ich drehe einfach hier seitlich auf, hebe das an. Da unten habe ich dann eine Sperre, die muss ich entriegeln, so, und dann kann ich die Mittelsäule einfach rausziehen. Und dann kann ich diesen Mittelteil hier runternehmen, der passt auch rein in den Fotorucksack. Und hier kann ich dann im Endeffekt das Stativ verwenden ohne Mittelsäule. Das passt hier einfach rein, festdrehen und perfekt. Ich verwende ziemlich oft ein Stativ ohne Mittelsäule, denn ich kann dann im Endeffekt ganz tief werden. Das heißt, ich kann bodennah fotografieren und so kann man im Endeffekt dann Bilder einfangen, die man aus dieser Perspektive mit einer Mittelsäule nicht machen könnte. Es gibt natürlich Stative, wo man das Ganze dann runterdrehen kann, aber das ist alles nicht so professionell und so perfekt wie bei diesem Stativ. Ja, jetzt bin ich hier angekommen auf der anderen Seite des Leopoldsteinersees. Hier gab es immer tolle Motive. Leider ist hier überall das Wasser, dass ich nicht überall zu jedem Platz hinkomme. Vor allem dort nicht, wo tolle Vordergründe anhand von Wurzeln oder Baumstämmen sich befinden. Nichtsdestotrotz werde ich dennoch jetzt hier mal eine Aufnahme rausmachen. Ich werde diesen Kies im Vordergrund halten, der ist etwas weiß. Dann diese Hölzer, dieses Gras und dann frontal hinaus fotografieren. Ich werde hier keinen ND64 Filter verwenden. Es ist relativ dunkel. Ich lasse aber den Verlaufsfilter oben und den Polfilter und werde jetzt eine Aufnahme machen. Von den Einstellungen her, den Himmel, ja, der Verlaufsfilter dunkelt mir den Himmel schön ab. Von den Einstellungen her werde ich gehen auf Blende 13. Ein 25stel Sekunde und go! Wie früher angemerkt, mit diesem Stativ kann man ganz flach werden und kann dann im Endeffekt Sachen von einer anderen Perspektive darstellen. Das heißt, wenn ich ganz unten bin, habe ich natürlich eine andere Perspektive, als wenn ich das Stativ hoch habe. So, jetzt werde ich hier ein Bild machen. Blende 14, ein 15stel Sekunde. Den Polfilter werde ich hier etwas eindrehen,
dass der Glanz aus dem Wasser kommt und go. Es ist eine Wohltat, hier immer am Leopold-Steiner-See zu fotografieren. Und bei jeder Jahreszeit ergeben sich andere Eindrücke. Und das ist das Schöne in der Landschaftsfotografie. Kein Tag ist gleich wie der andere. Jetzt werde ich hier eine Aufnahme machen. Ich werde dieses Holzstück wieder am Rande halten. Ich gehe auf Blende 13, Belichtungskorrektur minus 2. Den Polfilter werde ich eindrehen, um wieder den Glanz aus dem Wasser zu nehmen. Aber nicht ganz. Blende 13 und ein 30. Sekunde und go. Ich muss aber schauen, ob ich diese Tiefen in der Nachbearbeitung dann hochziehen kann, denn das schaut jetzt ziemlich dunkel aus. Was bei diesem Stativ auch sehr gut gelöst ist, hier kann ich hier das runterschrauben und da habe ich dann im Endeffekt für jede Bedienung, für Eis, Schnee und so weiter, meine Spikes automatisch unten und ich kann das dann so richtig hier in den Sand einbringen und dann halte das auch im Schnee oder im Eis und wenn ich es nicht mehr brauche, schraube ich einfach hier diesen Verschluss wieder drauf und alles ist wieder bestens und ich kann das Stativ normal einsetzen, unter normalen Bedingungen einsetzen. Die maximale Höhe des Stativs, wenn man die Mittelsäule drin lässt, beträgt so ungefähr 157 cm und ohne Stativsäule maximal 132 cm. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht mit der Höhe etwas vertan, aber die Größenordnungen stimmen sicher. Ich bin meistens ohne Mittelsäule unterwegs, da ich selten über Kopf fotografiere und ich liebe es, das Stativ sehr tief zu halten, damit ich eben eine andere Perspektive bekomme. Das heißt, wenn man ist, hat das sicher Vorteile. Aber mir ist lieber, ich bin meist tiefer als zu hoch. Über Kopf fotografiere ich äußerst selten. Und wenn ich mir ein Motiv vornehme, wo ich das benötige, na gut, dann gebe ich einfach die Mittelsäule ganz einfach, wie ihr gesehen habt, in ein paar Sekunden wieder rein. Und nun zum Fazit des K&F Stativs. Aus meiner Sicht ist es kein billiges Stativ. Zwischen 350 und 400 Euro gibt es zudem wirklich einen satten Mitbewerb. Ich denke mir immer, ihr solltet einfach, wenn ihr ein Stativ kauft, jedes in die Hand nehmen, etwas probieren und schauen, mit welchem ihr zurechtkommt. Ich kann euch sagen, ich bin mit diesem Stativ von K&F, das ich euch hier vorgestellt habe, sehr gut zurechtgekommen und ich bin wirklich begeistert von dieser wirklich robusten Ausführung des Stativs. Es ist wirklich stabil, robust, besteht aus hochwertigen Materialien. Auch der Schließmechanismus, das Öffnen der Beine und das Schließen, das geht relativ schön, richtig ölig, da hakt nichts, das ist wirklich sehr gut. Ich kann das Stativ empfehlen, wenn ihr etwa auf Reisen seid. Es ist mit rund 1,8 Kilo zwar nicht leicht, aber auch nicht übermäßig schwer und im Endeffekt ist es doch relativ klein. Der Durchmesser hier ist 28 mm. An diesem Teil und das hat schon Qualität. Was auch zu bemerken ist, die Traglast mit 25 Kilogramm, wie früher gesagt, hält etwas aus. Da kann man schon schwere Teleobjektive und schwere Kameras verwenden. Ihr wisst ja, mit jedem Stativ bekommt man meist auch eine Tragetasche mit. Und was mich bei vielen anderen Tragetaschen extrem ärgert, ist, dass sie etwas zu klein sind. Wenn ich jetzt unterwegs bin auf Fototour und will das Stativ wieder in die Tragetasche geben und im Kofferraum des Autos verstauen, dann geht das Stativ meistens sehr streng nur rein und ich muss hier herumarbeiten und das ärgert mich fürchterlich. Bei diesem K&F Stativ wird aber eine Tragetasche mitgeliefert, die eine angemessene Größe hat. Hier geht das Stativ ganz locker rein und ich hatte nie Probleme, den Reißverschluss zuzuziehen und das Stativ im Kofferraum sicher zu verstauen. An
dieser Stelle möchte ich mich heute von euch verabschieden. Ich werde wieder die Heimreise antreten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wenn euch das Stativ interessiert, in der Videobeschreibung gibt es einen Link dazu und natürlich gibt es auch einen Rabattcode. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr das jetzt machen würdet. Das hilft dem Algorithmus, um meinem Kanal vorwärts zu kommen. Ciao, Baba, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Macht's gut.